Hallo, Robert Jachtschuleichler. Das Thema Flaggen und Flaggenführung setzt sich aus zweierlei zusammen. Aus geübter Praxis, quasi so etwas wie seemannschaftlich tradiertes Wissen, aus verschiedenen Flaggen, die historisch gesehen gewachsen sind. Alleine die Briten haben, ich glaube, 6 oder 7 offizielle Flaggen, die jeweils unterschiedlich gesetzt werden. Und nochmal ein völlig eigener Bereich ist Militär, den lassen wir jetzt mal völlig aus. Also fangen wir vorne an. Eine Fahne hat man, wenn man Alkohol getrunken hat oder ein kleines Winkelement in die Hand nimmt, um an der Straße begeistert jemandem zuzuwinken. Das gibt es nicht auf Schiffen. Wir trinken weder den Alkohol, noch benutzen wir kleine Fahnen als Winkelemente. Wir reden von Flaggen. Diese Flagge soll in einer angemessenen Größe, Zitat Ende, sein. Was ist nun eine angemessene Größe? Meine Erfahrung ist, man möge mich im Blankenese nicht falsch verstehen, aber der klassische Blankenese Kutterbootfahrer, ein kleiner Kutter mit einem Pinne hinten dran, hat in der Regel die größte Flagge. So Bettlaken ähnlich hängt hier hinten dran seine Flagge und schlurft halb im Wasser. Man könnte daraus ableiten, je stolzer der Eigner, desto größer die Flagge. Das ist nicht verboten, aber es ist wenig sinnvoll. Spätestens nachts muss das Ding dann weg, weil die wird definitiv das Hecklicht verdecken. Also, angemessene Größe entscheide ich selber. Und es kann natürlich sein, dass wenn ich im Ausland unterwegs bin, dass es sein kann, dass ein Hafenmeister oder jemand protestiert und sagt, meine Flagge, die sogenannte Gastlandflagge, die Courtesy Flag, da kommen wir gleich zu, ist aber viel zu klein im Verhältnis. Aber der Handel bietet doch entsprechende Größen an, das ist überhaupt kein Problem. Der zweite Spruch lautet, Flaggen fürchten sich im Dunkeln. Das heißt, wer das Ganze traditionell richtig macht, setzt Flaggen grundsätzlich nur von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Ich bin so mal groß geworden, ganz konservativ. Ich war derjenige, der morgens Unterhose an und raus und das Ding raus und abends alle anderen waren längst weg in der Kneipe. Da war ich sowieso noch in einem Alter, wo ich in die Kneipe nicht mit durfte. Ich sollte bei Sonnenuntergang das Ding wieder reinholen. Also, Flaggen fürchten sich im Dunkeln, erklärt ganz gut, was damit gemeint ist. Aber, und dann bin ich jetzt an dieser Stelle mal sehr konservativ, wenn man das tut, das tun nicht mehr viele, aber wenn man das tut, dann bitte alle Flaggen. Also nicht nur die eigene Flagge, die Nationalflagge einholen, sondern dann auch die Gastlandflaggen. Das kann vor allem in Skandinavien bei einem konservativen, älteren Hafenmeister schon mal sehr schwer aufstoßen. Der kommt abends um 11 die letzte Runde und haut dann schon mal mit so einem 22er Schlüssel gegen den Bugkorb. Da ist man schlagartig wach nach dem Motto, Deutscher, was soll das? Deine Flagge darf drinnen schlafen, aber meine norwegische hängt noch da oben. Also, wenn man sich an dieses Flaggen fürchten sich im Dunkeln hält, sind es alle Flaggen und nicht nur die eigene Nationalflagge. Die sogenannte Gastlandflagge wird in der Regel an der Steuerbordsaalen gesetzt und oder an Steuerbord gezeigt oder man macht sich eine Konstruktion wie einen kleinen Wimpelstander oder dergleichen vorne, also einen kleinen Stock, einen kleinen Flaggenstock, wenn man denn nun keinen Mast hat. Die Motorbootfahrer sind da ganz erfinderisch. Eher Steuerbord als Backbord. Und Flaggen fürchten sich im Dunkeln. Diese Flagge nicht zu setzen, ist ein Akt der Unfreundlichkeit, so würde ich es mal nennen. Wenn man schon mit einer eigenen Nationalflagge durch die Gegend fährt, dann gehört es sich, finde ich, da bin ich konservativ an der Stelle, dann gehört es sich auch, eine Gastlandflagge des Landes zu setzen, in dem man gerade zu Gast ist und durch das man gerade hindurchfährt. Da geht es dann wieder los. Helgoland hat wieder eine eigene Flagge. Ist es jetzt nun die Helgoländer Flagge? Das machen viele, wenn sie Helgoland anlaufen, dass sie dann die Helgoländer Flagge zeigen, sozusagen zu Ehren von Helgoland. Und vor allem die Briten, es gibt einzelne Flaggen, die quasi sowas wie Haus der Windsors, Prince of Wales, was weiß ich nicht alles. Da gibt es dann unendlich viele Möglichkeiten. Das interessiert uns jetzt hier alles nur am Rande. Das wird in einer Literatur, vor allem der Royal Yacht Association, ausführlich erklärt, dass man dort erkennen kann, wem gehört der denn nun alles gerade an. Grundsätzlich bin ich verpflichtet, die Bundesflagge zu führen, wenn es für den Zoll erkennbar sein muss, wo kommt dieses Fahrzeug her. Also ein Beispiel, unser blaues Rettungsboot, ein Spitzgatter, mit dem wir hier Unterricht machen, ist ein 8-Meter-Boot, mit dem wir hier im Hamburger Hafen Unterricht machen. Das Ding kann aufgrund seines Elektromotors sowieso gar nicht aus dem Hafen rausfahren. Müssen wir einen Generator mitnehmen, was weiß ich. Horst hat für dieses Schiff eine Flagge vorbereitet, weil er das sinnvoll findet, dass die Leute das sehen. Dieses Fahrzeug müsste keine Flagge führen. Es ist bekannt in Hamburg. Aber würde man dieses Boot auf einen Trailer stellen, nimmt den Trailer mit und macht eine schöne Tour am Götakanal durch Schweden hindurch oder dergleichen, dann muss ich eine Nationalflagge setzen, weil der schwedische Zoll erkennen können muss, dieses Boot ist gar kein schwedisches Boot. Dann bin ich verpflichtet, die Nationalflagge zu führen. Gute Fahrt.